Heiser, laut und spektakulär, das Röhren der Rothirsche. Die Brunftrufe ausgewachsener Hirsche erinnern an ein langgezogenes, kehliges Brüllen. Manch einsamen Wanderer soll es schon zu Tode erschreckt haben. Früher dagegen wurden spezielle Hörner geblasen, um das Rotwild zu locken. Dem Hirsch selbst dient das Röhren während der Brunft zur Abgrenzung seines Territoriums. Es begleitet die Kämpfe zwischen Rivalen und ertönt auch, wenn der Platzhirsch sein Rudel zusammentreibt. Will man Hirsche röhren hören, wird der vertraute Wald wieder zur Wildnis. Nur mit Herzklopfen dringt man in sie ein. In der abendlichen Dämmerung oder im Morgengrauen sind wir Menschen den Tieren oft nur schüchterne Gäste. Es wird geschlichen, geflüstert und jedem Geräusch gelauscht, Vögel rascheln, Grillen zirpen und von fern meint man, Hufgetrempel zu hören. Durch das Fernglas schaut man sich die Augen bunt. Ist das ein Tier auf der Lichtung oder bloß ein Schatten?